Obwohl du es nicht willst, bist du trotzdem den ganzen lieben Tag vorm Smartphone. Ja, kenne ich auch. Deshalb zeige ich dir in diesem Video meine 7 Top-Handy-Detox-Tipps, wie es klappen kann, auch hoffentlich in deinem Leben, dass du nicht den ganzen lieben langen Tag nur vorm Bildschirm verbringst. Das allererste, was ich dir wirklich sehr wärmstens ans Herz legen würde, ist, mach alle deine Pop-up-Nachrichten aus. Ja, das heißt, dein Handy wird nicht mehr klingeln, vibrieren oder sonstige Töne und Geräusche abgeben, wenn eine Nachricht ankommt. Das bezieht sich auf alle Social-Media-Apps, Nachrichten-Apps, gar nichts. Dein Handy strahlt einfach nur Stille aus. Wenn du selber das Gefühl hast, du möchtest irgendeine besondere App checken, dann schaust du da einfach drauf. Aber mein Handy ist nicht mehr einfach nur so auf meinem Schreibtisch oder an meinem Körper und gibt die ganze Zeit irgendein Pop-Signal ab. Der Grund, warum ich das eben eingerichtet habe, ist, ich möchte bestimmen, wann ich mein Handy nutze und es soll nicht andersrum sein. Sonst habe ich echt das Gefühl, das Handy bestimmt, wann ich es benutze. Es schreit einfach nach mir und schon bin ich am Handy. Nee, weg damit, weg mit den Pop-up-Nachrichten und schon hast du automatisch mehr Kontrolle darüber, wie du wann was benutzt. So, du hast keine Pop-up-Signale mehr? Ja, wann sollst du denn überhaupt auf WhatsApp gucken oder auf TikTok oder was auch immer du für Apps auf deinem Handy hast? Naja, meine Regel ist, ich schaue nur dann auf diese ganzen Nachrichten-Apps, wo ich was zurücktippen muss, wenn ich wirklich weiß im Kopf, okay, jetzt habe ich auch gerade Zeit und Lust zu antworten. Das heißt, ich schaue nicht einfach aus Langeweile auf mein Handy und gucke einfach, lese mir die Nachrichten durch und lege mein Handy dann wieder weg, ohne darauf geantwortet zu haben, sondern ich schaue wirklich nur auf WhatsApp, wenn ich jetzt weiß, ich habe die Nachricht gelesen und werde auch direkt darauf antworten. Damit will ich wirklich meine Gedanken immer fokussiert haben und nicht die ganze Zeit auch irgendwelche Informationen aufnehmen, darauf nicht reagieren, dann ist es irgendwie im Hinterkopf, ich muss noch antworten, wer hat gerade das und das Anliegen. Das ist einfach ein bisschen Information Overload. Schau wirklich nur dann auf dein Handy, wenn du auch die Intention hast, in der App auch sofort den Leuten zu antworten. Der nächste Tipp, den ich für dich habe, vielleicht kennst du den schon, und zwar beim iPhone kannst du zum Beispiel einstellen, dass du zu bestimmten Uhrzeiten gar nicht mehr auf bestimmte Apps zugreifen kannst. Bei mir ist es zum Beispiel so eingestellt, zwischen 9 Uhr abends bis 6 Uhr in der Früh sind alle Social Media Apps blockiert. Das heißt, ich kann da nicht drauf gehen. Klar kann man diese Sperren umgehen, das tue ich schon auch ab und zu mal, aber an sich finde ich es die Intention sehr gut. Du hast so eine Art Sanduhr, die zeigt um 9:15 an, okay, du hast noch 15 Minuten, dann ist Sense und das kannst eben für dich individuell anpassen, wann du nicht, also wirklich Sperrstunde, wann du nicht auf bestimmte Apps gehst. Ein anderer Hack, was ich sogar noch nützlicher finde als die Bildschirmzeit selber, ist dir wirklich zu überlegen, nicht nur eben dieses Konzept, ich gehe auf die App, wenn ich Zeit habe zum Antworten, sondern such dir ganz bewusst so einen Block von Zeit aus, wo du die App nutzt. Zum Beispiel, ich kriege immer nach meinem Mittagessen so ein kleines Energietief. Da kann ich mich auch irgendwie nicht konzentrieren und irgendwie mich auf Arbeit fokussieren, mit Leuten groß was machen. Ich will einfach nur chillen und mal meine Ruhe haben. Das ist einfach immer eine gute Zeit, bei mir persönlich echt Nachrichten zu beantworten, mal auch auf Instagram zu gucken, sich mal ein bisschen inspirieren zu lassen oder einfach nur mal, ja, die Gedanken schweifen zu lassen. Also such dir vielleicht einfach immer so ein Fenster aus, wo du wirklich bewusst sagst, okay, ich nehme mir jetzt halt die 10, 15 Minuten auf Instagram, gerade ich bin eh in meinem Energieloch, da muss ich mich nicht schlecht fühlen, da gehe ich auf die App. Ich mache das aber nicht, wenn ich total produktiv bin. Bei mir ist es zum Beispiel in der Früh so, da ist bei mir echt Sperrstunde, kein Instagram, kein anderes Social Media Apps. Ich suche mir dann aus, also wirklich eine bestimmte Zeit am Tag, wo ich auf diese App gehe, sonst nicht. Also such dir ein geballtes Fenster aus und tu in dieser Zeit alle Nachrichten beantworten oder Content eben konsumieren. Der nächste Top-Tipp, den ich dir auch wirklich nur ans Herz legen kann, das ist so meine Regel. Die erste Stunde am Tag, wenigstens nur die allererste Stunde, idealerweise auch die letzte, aber machen wir die allererste Stunde am Tag, gucke ich auf keine Social-Media-Apps. Also wirklich, ich check nicht mein WhatsApp, ich check nicht irgendwelche anderen Messengers. Die erste Stunde am Tag soll für dein Gehirn einfach mal sein Ankommen, Intention für den Tag setzen. Und selbst wenn du dann nicht meditierst, kein Dankbarkeitstagebuch schreibst, nicht an der frischen Luft Yoga und Qigong machst, versuch einfach wirklich aufzustehen, in den Tag zu starten, dein Ding zu machen, ohne gleich reagieren zu müssen. Ja? Fang an, einfach du selbst zu sein, wenigstens in der allerersten Stunde des Tages. Wenn du sagst, eine Stunde ist mir zu viel, dann wenigstens die erste halbe Stunde. Okay, versprochen. Nur die erste halbe Stunde oder eine Stunde gönn dir nur für dich.
Und der letzte Tipp, den ich für dich habe, der wirklich sehr, sehr wertvoll ist, meines Erachtens. Ich habe mein iPhone so eingerichtet, dass auf der Startseite, also auf der allerersten Seite, wo ich drauf gehe, natürlich haben wir schon gerade gesagt, da sind keine Pop-up-Nachrichten mehr oder auch bei den Apps selber wird nicht mehr in den Benachrichtigungen angezeigt, so eine rote Zahl, oh, du hast 10 Nachrichten, auf die du antworten musst. Nein, sondern da ist alles aus, aber zusätzlich dazu habe ich noch die Startseite von meinem Handy so eingerichtet, dass wirklich meine Werte, meine Sachen, die mir im Leben wichtig sind, also wirklich, die sind auf der Startseite. Und dieses ganze Reagieren, auf die ganzen Nachrichten, meine ganzen To-Dos, E-Mails, das ist alles auf Seite 2. Auf der Startseite habe ich persönlich meine Weiterbildung, also Podcast, Hörbücher, vielleicht eine Meditations-App, Wetter, Bahn-App, ja. Und erst an zweiter Stelle habe ich dieses Ganze, wo ich reagieren muss, immer da sein muss, immer zack, 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 Antworten parat haben muss. Mir ist einfach aufgefallen, wenn das so gleich mein Zentrum ist, ich gehe aufs Handy und boom, ist das irgendwie die Mitte, dann checke ich auch dauernd die App. Das ist einfach so eine Versuchung, weil ich schaue halt oft auf mein Handy, wenn ich mal ein Hörbuch höre. Aber wenn gleich daneben mein WhatsApp-Button ist, dann schaue ich halt auch automatisch auf WhatsApp. Das heißt, ja, ich habe es einfach getrennt. Schau einfach, dass du die erste Seite von deinem Handy so gestaltest, dass es wirklich eher deine Werte oder deine Ziele im Leben unterstützt. Und Nachrichten beantworten, zu reagieren, das nimmt ja auch sehr viel Zeit weg, das macht süchtig, wir kriegen diesen Dopamin-Hit. Das habe ich wirklich an zweiter Stelle an meinem Handy. Und somit muss ich nichts eliminieren, aber ich schaue einfach, dass es in meinem Leben nicht immer so präsent ist und ich damit automatisch mehr Zeit verbringe, auch offline oder weniger damit immer zu reagieren und mehr damit zu agieren, wenn man so sagen möchte. Genau, ich hoffe, diese Top-Tipps haben dir auch geholfen und lass mir deinen Lieblingstipp oder deine Handy-Detox-Strategie gerne in den Kommentaren da. Ich würde super gerne erfahren, was du so einsetzt, um deinen Handykonsum ein bisschen im Zaum zu halten. In dem Sinne, bleib fit und gesund und dann sehen wir uns wieder nächste Woche Donnerstag bei einem neuen Video. Pfiat die!